Okay, dann begrüße ich wieder die Anwesenden für einen Vortrag von Dominik Helle. Kommen wir jetzt gerade so spontan, auch wenn heute Abend ein Sektempfang ist, hat der Vortrag noch nichts damit zu tun, mit Alk. ja, Titel des Vortrags: OpenStreetMap und ALK, Daten gemeinsam nutzen. Ich wünsche viel Spaß. Ja, danke schön. Das ALK steht für amtliche Liegenschaftskarte, nichts mit Alkohol zu tun. Ja, mein Name ist Dominik Helle, wie schon gerade erwähnt. Damit Sie wissen, mit wem Sie es zu tun haben, ein, zwei Sätze zu meiner Person. Und zwar bin ich von der Firma Omniscale und wir kommen hoch aus dem Norden, aus Oldenburg, hatten also eine schöne weite Anreise, aber es ist ja sehr schön hier in der Schweiz, kümmern uns vor allem um Open Source, WebGIS und Serverentwicklung, da halt auch im Bereich OpenStreetMap. MapProxy könnte einigen Begriff sein oder Impossum, sind zwei Komponenten, zwei Softwarekomponenten, die auch Open Source sind natürlich, die gleich auch nochmal vorkommen. Aber weswegen Sie hier sind, ist ja der Vortrag USM und ALK-Daten gemeinsam nutzen in einem Stadtplandienst. Und zwar haben wir das zusammen mit dem Land Mecklenburg-Vorpommern umgesetzt. Und zwar war das Ziel quasi, einen Stadtplandienst zu erstellen. Und zwar einen Stadtplandienst, der möglichst harmonisch ist, der performant ist. Ich meine, heutzutage will eigentlich niemand mehr langsame Karten, in Zeiten von Google Maps und Co. Für Kommunen auch immer ganz wichtig, einfache und automatische Aktualisierung. Da hat meistens auch niemand Zeit, sich darum zu kümmern. Und was halt auch wirklich Ziel dieses Projektes war, so ein bisschen das Beste aus beiden Welten zu vereinen, aus der Welt der Ämter, der ALK-Daten und der OpenStreetMap-Daten. Generell muss man sagen, dass uns die neue OpenStreetMap-Lizenz in dem Zusammenspiel sehr in die Karten gespielt hat. Am Anfang war es immer so, dass gerade bei Kommunen, wenn sie damit zu tun haben und jemand was von Creative Commons-Lizenz erzählt, heben die alle ihre Hände und sagen, wir haben Angst um unsere Daten. Wenn man sich länger mit denen unterhält, versteht man das auch irgendwann. Und durch diese neue Lizenz, durch die ODBL-Lizenz, die ja sicherlich heute auch schon zwei, drei Mal hier im OSM-Track gefallen ist, ist das halt alles deutlich einfacher geworden. Also für uns war wirklich möglich, diese beiden Quellen, ohne sie zu vermischen, zu verwenden und eine richtig gute Karte daraus zu machen. Das heißt, wie kommen wir zu dieser Karte? Wie kommen wir zu diesem Zusammenspiel von OSM und ALK-Daten? Das heißt, wir haben erstmal Datenquellen. Und damit das Ganze nicht immer so sperrig ALK-Daten heißt, habe ich das Ganze einfach mal Daten der Verwaltung genannt. Was für Daten das jetzt sind, ist ja auch relativ egal. In dem Projekt jetzt haben wir gesagt, okay, die Daten der Verwaltung wurden uns von Mecklenburg-Vorpommern, von den Ämtern und Landkreisen zur Verfügung gestellt. Das Ganze natürlich jetzt nicht im Sinne von, hier habt ihr eine Datenbank, sondern in Shapefiles. Die lagen vor in Gauss-Krüger und wurden dann von uns in UTM 32 umtransformiert. Wichtig ist dann natürlich auch, was für Daten habe ich überhaupt? Was für Daten aus der Verwaltung nehmen wir? Die haben theoretisch viel, viel mehr, aber sie haben gesagt, okay, von unseren Daten wollen wir eigentlich nur folgende Sachen haben. Einmal Gebäude mit Hausnummern, natürlich, weil sie auch in OSM nicht komplett erfasst sind. Dann die Flächennutzung. Flächennutzung, muss man wissen, ist in der ALK sehr speziell, also kann man halt mit OSM nicht vergleichen. Das ist halt, wie wir eben das gesehen haben, ist nicht nur ein bisschen Wald, sondern die haben sehr, sehr viele Abstufungen und gerne die administrativen Grenzen. Mit Shapefiles kann man heutzutage zwar arbeiten, aber schicker ist das Ganze natürlich in der Datenbank. Was haben wir also gemacht? Wir haben die Shapefiles der Kommunen genommen, haben die erstmal optimiert fürs Zeichnen, haben die zusammengefasst und haben einen Aktualisierungsprozess dafür entwickelt. Wir hatten ja eben gesagt, wir hätten gerne eine schnelle, performante Karte. Und wenn man sich das hier jetzt so anguckt, das sind zum Beispiel so Flurstücke, mit denen wir arbeiten mussten. Und wir sehen, das sind zigtausende von kleinen Kästchen und jeder, der sich mal mit Kartenservern beschäftigt hat, der weiß, das dauert extrem lange, das ist viel Arbeit, damit zu arbeiten. Und wenn wir im Endeffekt dann die Karte sehen, sehen wir auch, eigentlich sehen Großteil der Flächen alle gleich aus. Das heißt, was haben wir gemacht? Wir haben geguckt, okay, welche Flächen sollen später gleich aussehen? Zack, fassen wir die einfach mal zusammen und haben halt deutlich weniger Serverlast, damit wir damit arbeiten können.
Die Gemeindegrenzen sollten eigentlich auch quasi aus den Daten der Verwaltung genutzt werden, damit man halt einfach diese Shapefiles austauschen kann, damit ich das aktualisieren kann. Wenn Sie gerade aufgepasst haben und wenn Sie auf die Folie gucken, steht da, sollten eigentlich. Ja, Sie sollten. Sah auch auf den ersten Blick ganz gut aus. Haben wir die Flurstücke quasi zu den Grenzen zusammengesetzt. Aber man sieht halt auch Flurstücke sind nicht immer ganz so genau. Also das ist halt wirklich ein Problem, wenn es von Gemeinde an Gemeinde geht, dass solche Lücken auftreten und selbst mit einem Puffer konnten wir die halt nicht lösen, sodass diese Gemeindegrenzen jetzt nicht daraus berechnet werden können. Viel interessanter, wo halt auch viel mehr Daten, sag ich mal, herkommen, ist halt OpenStreetMap, inklusive der Möglichkeit, das quasi einfach zu aktualisieren. Generell haben wir quasi ja nur ausgewählte Daten aus OpenStreetMap genutzt. Das heißt, auf so einem Stadtplandienst möchte ich natürlich nicht wissen, wo ist der nächste Burger King, also zumindest nicht, wenn ich es als Hintergrundkarte habe. Da möchte ich halt jetzt auch, sage ich mal, schmeiße ich die Häuser raus, die ich aus den Daten der Verwaltung habe etc., sodass wir quasi im Endeffekt dabei gelandet sind, dass wir gesagt haben, okay, wir brauchen die Gewässerflächen, wir brauchen Straßen, Wege, Schienen etc. und natürlich die Beschriftung. Und damit sich das natürlich einheitlich hält, lassen wir das in UTM 32. Was uns auch ein bisschen gewundert hat, was aber eigentlich, glaube ich, für OpenStreetMap spricht, ist, dass die Qualität der Daten auch von den Ämtern nie in Frage gestellt wurde. Also wir haben jetzt wirklich alle Straßendaten, die wir aus OSM haben, haben wir in dieser Karte und es wurde nie in Frage gestellt nach dem Motto, sind die auch wirklich richtig? Und was halt auch zur Sprache kam, ist, dass wenn ihr jetzt sagen mal, okay, die Straße ist falsch geschrieben, die wird eigentlich mit einem Leerzeichen geschrieben oder sonstiges, sind die Ämter quasi dazu angehalten, sich bei OSM einen Account zu machen, hinzugehen, den Namen zu korrigieren und dann quasi 24 Stunden später den bei sich korrigiert zu lesen. Das geht natürlich nur, wenn ich das Ding auch regelmäßig aktualisiere. Das heißt, wenn ich einen Stadtplandienst habe, der sich nur alle 5 Jahre aktualisiert, dann wird das niemand in OSM ändern direkt, sondern dann wird es einfach so bleiben. Nein, deswegen war diese regelmäßige Aktualisierung notwendig. Um das Ganze jetzt noch ein bisschen auf technisches Level zu heben, sehen wir das hier. Wie haben wir das Ganze gemacht? Auf der linken Seite haben wir erstmal natürlich gesagt, okay, wir nehmen einmal das OSM Planet File. Davon machen wir uns den Ausschnitt Mecklenburg-Vorpommern, haben eine Bounding Box genommen. Und diesen Ausschnitt halten wir mit Osmosis regelmäßig mit Diffs quasi aktuell. Das heißt, da haben wir immer den aktuellsten Datenbestand. Das passiert quasi einmal am Tag. Dieser regelmäßig aktualisierte Diff wird dann mit Impossum in die PostGIS-Datenbank eingespielt. Das sehen wir hier auch nochmal ganz gut zusammengefasst. Das heißt, dieser Diff, den ich habe, diese Rohdaten, die ich habe, werden regelmäßig aktualisiert und dann weiterverarbeitet. Impossum ist eine Open-Source-Version, um OpenStreetMap-Daten in eine PostGIS-Datenbank zu importieren. Spezialisiert hat sich Impossum dabei halt auch auf der einen Seite um dieses Filtern, das heißt, ich kann genau einstellen, was für Daten möchte ich in meiner PostGIS-Datenbank haben, was für Daten möchte ich rauslassen und ist halt zusätzlich darauf spezialisiert, dass die Daten für schnelles Rendering optimiert werden. Das heißt, Impossum erstellt automatisch Generalisierungstabellen. Ich weiß jetzt nicht, wer aus der Kartografie kennt, da ist Generalisierung immer ein Riesenthema. Ist einfaches Beispiel, wenn ich natürlich ganz weit weg bin in meiner Karte, wenn ich ein niedriges Zoom-Level habe, muss ich nicht natürlich jedes kleinste Fitzelchen der Straße sehen, da reicht es, wenn die Straße einen großen Knick macht. Und ich kann bei Impossum halt ein eigenes Datenbankschema definieren, das heißt, ich kann sagen, pack mir meine Main Roads in eine Tabelle, pack mir meine normalen Roads in eine Tabelle, pack mir meine Bäume in alle Tabelle, sodass ich halt später leichter beim Stylen drauf zugreifen kann. Diese Aktualisierung, die durchgeführt wird, ist eigentlich ganz einfach. Wir hatten ja eben gesagt, okay, wir halten dieses eine File immer aktuell. Und in dem Fall Mecklenburg-Vorpommern ist es halt so einfach, dass Impossum 5 Minuten braucht, um dieses aktuelle File einzuspielen. Das heißt, mitten in der Nacht wird komplett Mecklenburg-Vorpommern in die Datenbank gespielt mit den aktualisierten Daten. Gleichzeitig wird natürlich auch geguckt, wo hat sich überhaupt was geändert, weil heutzutage im Zeichen von Caches, im Zeichen von Teilcaches, muss man natürlich auch dann die Daten aktualisieren
Und gleichzeitig wird also eine Änderungsdatei erzeugt, wo dann halt im GeoJSON-Format drinsteht, was hat sich überhaupt geändert. Wie so eine Änderungsdatei aussieht, sieht man hier auf diesem Screenshot mit QGIS ganz gut. Hier haben wir einfach mal die GeoJSON-Datei geladen und wir sehen, dass sich schon ganz gut was innerhalb von einem Tag jetzt hier war, das, was sich geändert hat. Und diese Bereiche müssen dann natürlich alle neu gerendert werden. Ein weiterer Punkt, der halt im Zuge des Projektes eingeflossen ist in Impossum, war, dass die OpenStreetMap-Daten ja nur für diesen Bereich in Mecklenburg-Vorpommern benötigt wurden. Da habe ich ja auch nur dieses Mehr an Daten von der Verwaltung. Das heißt, alles außerhalb interessiert mich eigentlich gar nicht. Und selbst in meiner Boundingbox habe ich ja schon viel zu große Bereiche. Impossum wurde daher um so ein Polygon-Clipping erweitert. Das heißt, ich kann beim Import der OpenStreetMap-Daten jetzt einfach angeben, okay, hier, das ist mein Polygon, mein Shapefile zum Beispiel, importiere mir alles, was innerhalb dieses Polygones liegt. Sieht man dann auch hier, sieht auch ganz schick aus. Ich habe hier nur Mecklenburg-Vorpommern, alles andere ist in diesem Falle uninteressant. Hat Vor- und Nachteile, wie man jetzt hier sieht, fehlt dann mal so ein Stück Autobahn, weil halt einfach so ein kleines Zipfelchen halt nicht zu Mecklenburg-Vorpommern gehört. Und wo es halt auch sehr extrem auffällt, ist, wenn jetzt ein Fluss direkt auf der Landesgrenze liegt, ist der Fluss halt auch halbiert. Hat, wie gesagt, Vor- und Nachteile, ist ein schönes Feature. Gerade wenn man das so länderbasiert macht, kann man das durchaus nutzen. Bei Bundesländern ist es auch mit Vorsicht zu genießen. Was bringen mir meine Daten, wenn ich die nicht anzeigen kann? Also brauche ich einen Kartendienst, der das Ganze anzeigt. Als technischer Hintergrund, wir haben ja als Kartenserver den Map-Server genommen, auch vielen ja bekannt als UMN-Map-Server hier in dem deutschsprachigen Raum. Davor wurde dann MapProxy als Kachellösung geschaltet, der den Dienst dann quasi beschleunigt für Desktop-GIS und für WebGIS-Systeme anbietet. MapProxy ist quasi eine Art Zwischenschicht, gibt es auch morgen nochmal einen Vortrag zu um 9.30 Uhr oder so, wo MapProxy ein bisschen näher erklärt wird, ist quasi eine Zwischenschicht, mit der WMS-Dienste beschleunigt werden können. Das heißt, mein WMS-Dienst geht rein und es kommen Kacheln wieder raus, so wie das heutzutage in Anführungsstrichen in ist. MapProxy dient natürlich dazu, die Kacheln zur Verfügung zu stellen, aber muss natürlich auch mit dieser Änderungsdatei, die ich eben erwähnt hatte, umgehen können. Das heißt, wir haben MapProxy mit dieser Änderungsdatei gefüttert und MapProxy berechnet dann halt, nachdem die Aktualisierung der OpenStreetMap-Daten durchgeführt worden ist, die neuen Karten. Hierzu ist dann auch quasi eine Weiterentwicklung in das MapProxy-Projekt geflossen. Wie sieht das Ganze aus? Also wir haben ja eben schon mal den OpenStreetMap-Teil gesehen, aber das ist natürlich nicht alles. Also wir haben hier auf der linken Seite dieses OpenStreetMap, das heißt, hier haben wir unsere Rohdaten, die immer aktuell gehalten werden. Dann haben wir Impossum, mit dem wir die Daten in die PostGIS-Datenbank importieren und aufbereiten, dadurch halt auch generalisieren und nur das haben, was wir brauchen. Impossum schreibt gleichzeitig diese Änderungsdateien raus, mit der dann MapProxy arbeitet und PostGIS wird halt noch mit den ALK-Daten gefüttert, welche dann mit dem Map-Server zur Verfügung gestellt werden. Und hier sehen wir jetzt auch, dass der Client hier durch diesen kleinen Computer dargestellt, einmal direkt auf den MapProxy zugreift, aber halt auch auf den Map-Server direkt. Das hat den Grund, dass der Stadtplandienst auch zum Drucken genutzt werden kann. Das heißt, wenn ich jetzt Karten habe, die in höherer Auflösung zur Verfügung stehen sollen, muss ich den Map-Server direkt anfragen und somit lohnen sich dann auch wieder diese ganzen Sachen, die wir für die Performance getan haben. Man hätte ja auch sagen können, ach, lass den Mist mit der Performance-Optimierung zwischendurch weg, mit diesen Gebietenzusammenfassungen oder so, ihr habt ja sowieso einen Map-Proxy. Kommt halt gerade dann ins Spiel, wenn man sagt, okay, hier, mein Map-Server muss selber die Karten zeichnen in hoher Auflösung, dann muss ich natürlich auch hier sagen, liefer das Ganze in halbwegs vernünftiger Geschwindigkeit zurück. Hier sehen wir jetzt mal so eine Karte, wie die aussieht und das Erste, was wahrscheinlich auffällt, ich weiß nicht, ob der Beamer das so gut rüberbringt, dass links und rechts quasi jetzt doch noch was von Mecklenburg-Vorpommern zu sehen ist. Das heißt, da wurde halt auf dieses Polygon-Clipping verzichtet, aber was ja ganz schön ist bei Open Source, ist ja nicht verloren, es ist trotzdem in Impossum vorhanden. Hier haben wir unterschiedliche Zoom-Stufen, jetzt einfach mal am Beispiel der Stadt Rostock.
Hier wurde jetzt quasi einfach ein bisschen reingezoomt und man sieht jetzt halt hier die unterschiedlichen Gebäudetypen, die unterschiedlichen Gebäude, die unterschiedliche Flächennutzung. Man muss sich halt immer im Hinterkopf halten, ein Großteil der Daten kommt wirklich aus OSM. Also es ist wirklich faszinierend, dass sich eine Verwaltung auch darauf eingelassen hat, mit diesem Gedanken zu spielen, beide Sachen zu verknüpfen. Das ist bei vielen Gemeinden leider noch nicht so der Fall. Und was fast noch viel schöner ist, ist, dass das Ganze nicht nur quasi online zur Verfügung steht. Also es wird auch explizit quasi darauf hingewiesen, dass dieser Dienst wirklich quasi frei im Land Mecklenburg-Vorpommern genutzt werden soll. Es wird auch jetzt quasi von den einzelnen Städten quasi als Stadtplandienst angeboten, sondern dass halt auch die Karten unter der Creative Commons Lizenz 3.0 in diesem Fall zur Verfügung gestellt werden. Das heißt, man kann unter diese Demo gehen, man kann sich die Karten angucken, können sie sich ausdrucken und sonstiges, ohne dass da irgendwelche Nachfragen kämen. Fazit für mich ist so ein bisschen, dass es funktionieren kann, dass beide Welten auch voneinander profitieren. Ich glaube, auch für das OSM-Projekt ist es nicht schlecht, wenn solche Sachen durch Kommunen gemacht werden, auch dadurch, dass dann halt wirklich aktiv so ein bisschen zur Qualitätssicherung, zur Verbesserung beigetragen wird. Und von daher hoffe ich, dass es sich vielleicht den ein oder anderen Nachahmer findet. Muss auch nicht zu uns kommen, gibt noch genug andere Firmen, die das können. Aber von daher vielen Dank fürs Zuhören, auch wenn es heute schon der x-te Vortrag ist. Und bei Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Dominik, ja, jetzt hört man mich. Ja, Dominik, vielen Dank für das, ich denke, für OpenStreetMap sehr ermunternde Beispiel, dass OpenStreetMap irgendwo auch zumindest teilweise in der Verwaltung angekommen ist und dass die Ängste kleiner werden, mit diesen Daten zu arbeiten. Fragen zum Vortrag? Habt ihr Fälle beobachten können, wo die OpenStreetMap-Daten und die amtlichen Daten optisch jetzt nicht sehr gut zusammenpassten? Also ich kenne Fälle aus München, wo einfach offizielle Gebäude in OSM-Straßen liegen und so weiter. Wie seid ihr damit umgegangen? Das würde mich interessieren. Also das Problem hatten wir in der Tat nicht. Ja, es mag vielleicht wundern. Also das Problem hatten wir in der Tat nicht. Die Gebäude liegen alle sehr, sehr gut. Wir haben an einigen Stellen den Fall, dass die amtlichen Daten bei irgendwelchen militärischen Sperrgebieten etc. deutlich von den OSM-Daten abweichen. Da wir aber ja nur, sage ich mal, diese relativ geringen Teil Gebäude und Flächennutzung genommen haben, hält sich das Ganze in Grenzen. Also ab und zu sieht man das, dass eigentlich in OSM da noch mehr ist, sage ich mal, wo die amtlichen Daten dann einfach quasi keine Flächennutzung haben, weil es halt militärisches Sperrgebiet war in den 80ern, DDR etc. Wobei wir das halt auch jetzt gerade versuchen zu lösen, um gucken, wie wir noch mehr Daten aus OSM quasi rausziehen. Aber diesen Fall, also vielleicht findest du was, bitte, wenn du unter die URL gehst, wenn du Gebäude findest, die auf einer Straße liegen etc., dann sag Bescheid. Was mir jetzt am ehesten aufgefallen ist, dass ihr euch ja komplett weg von dem klassischen OSM-Stack mit Mapnik und T-Rex oder RenderDir entschieden habt, sondern für eine alternative Infrastruktur. Mhm. Ich gehe einfach mal davon aus, dass ihr euch beides zumindest mal angeschaut habt und dann für den Weg entschieden habt. Kannst du kurz skizzieren, welche Gründe sich dafür ergeben haben? Also Mapnik, Map-Server, jetzt einfach mal, um an den Kartenrenderer zu gehen, war es tatsächlich nicht unsere Entscheidung, sondern die Entscheidung des Auftraggebers, dass wir Map-Server benutzen sollten, weil halt da mehr Know-how im Hause vorhanden ist. Wenn man jetzt mal auf die omniscale.de-Seite geht, wirst du da sehen, dass wir eigentlich auch immer da Mapnik benutzen. Und generell ist für uns halt diese alternative Software-Stack im Sinne von Impossum anstatt OSM to PGSQL, im Sinne von gut, Mapnik benutzen wir halt selber auch und dann halt MapProxy für WMS und TMS einfacher zu handeln, weil halt da mehr Know-how bei uns vorhanden ist und meines Erachtens für die Anwendungsfälle im Possum zum Beispiel auch besser geeignet ist als OSM to PGSQL. Also das eine war eine Pflichtentscheidung, das andere war eine Entscheidung im Sinne von ist einfacher.
Weitere Fragen? Da hinten. Du hast am Anfang gesagt, dass du, nachdem du dich mit den Ämtern unterhalten hast, verstehen kannst, dass sie Angst um ihre Daten haben. Kannst du dafür vielleicht noch was sagen? Ja, verstehen im Sinne von, wenn man, die haben ja Angst um ihre Daten nach dem Motto, dass sie sie danach nicht mehr verkaufen können. Und das liegt meistens nicht in den Ämtern, die damit umgehen, sondern quasi in der Politik, die dann sagen, wenn ihr das verkauft, also wenn ihr das quasi verschenkt, dann können wir es ja nicht mehr verkaufen. Und die Politik verstehe ich in dem Zusammenhang dann nicht, aber die Ämter an sich haben halt nicht Angst vor oben, das würde ich so nicht sagen, aber sind halt weisungsgebunden und deswegen verstehen. Also generell würde ich immer dafür plädieren, also von mir aus kann das alles frei sein. Bin ich der Erste, der Ja schreit. Also ist es sowieso durch Steuergelder finanziert und dann kann es auch frei sein, aber die Diskussion müssen wir, glaube ich, hier nicht führen. Also hoffe ich. Beantwortet das die Frage so ein bisschen? Okay. Weitere Fragen, Anmerkungen? Ich hatte noch mal eine Frage zur UDBL. Ihr habt euch ja intensiv damit beschäftigt, was ihr machen dürft und was ihr nicht machen dürft nach der neuen UDBL. Also ich habe jetzt verstanden, dass ihr die Daten quasi nebeneinander liegen lasst und sie nicht miteinander vermischt in der Datenbank. Ist genau, das richtig? Das ist korrekt, ja. Weil sobald wir sie ja vermischen würden, wenn ich das jetzt nicht ganz falsch im Kopf habe, müssten wir sie ja quasi auch unter derselben Lizenz zur Verfügung stellen. Ja, also sie liegen in getrennten Tabellen in der Datenbank vor. Ja. Okay. Ich glaube, es sind sogar getrennte Datenbanken. Ja. Ja, genau. Ja, also, sehr gut. Ich will nur ein Missverständnis da klarstellen. Das Vermischen hat nichts, aber auch gar nichts mit der technischen Implementation zu tun. Also eine rechtlich gesehen, eine Datenbank ist nicht das, was wir technisch als Datenbank verstehen. Und darum ist es eigentlich schlussendlich egal, ob das in der gleichen Datenbank ist oder nicht, oder in der gleichen Tabelle sogar. Es kommt auf andere Aspekte an. Ja, wir verschneiden die Daten auch nicht miteinander etc., genau. Habt ihr einen Mechanismus eingebaut, dass man den Betrieb gewährleisten kann? Also zum Beispiel, es geht an einem Tag irgendeine Mega-Relation kaputt, dass ein Mitarbeiter auf den Knopf drücken kann und sofort einen alten Stand wieder herrufen kann? Nee, das ist nicht der Fall. Das war, also mit Impossum ist es möglich, dass man quasi so ein Backup-Tabellen quasi auch nach dem Import noch hat. Ist in dem Fall aber nicht umgesetzt worden. Das heißt, die müssen im Endeffekt, wenn sie Pech haben, mit einem Tag kaputte Karten leben, ja. Genau. Oder halt, also was halt, es werden halt wöchentliche Backups von diesen Rohdaten gemacht. Theoretisch könnte man doch nochmal wochenalte Rohdaten einspielen. Also das wäre auch möglich. Sind da ein paar Zeilen Code? Ja, aber ja, theoretisch, genau. Eine interessante Frage in dem Zusammenhang ist, würde es überhaupt auffallen? Wahrscheinlich nicht. Das ist also ist ein Grund, warum es da halt auch nicht so viele Mechanismen gibt, weil wenn im Endeffekt 5 Straßen kaputt sind, müsste halt gerade bei so einem Bundesland genau da jemand drauf gucken, und wenn der dann gesagt bekommt, dass es am nächsten Tag wieder heile, sind die sowieso alle glücklich, weil es ist immer noch schneller als normalerweise, sag ich mal, gearbeitet wird. Das rausschneiden. Weitere Fragen, Wortmeldungen? Nicht? Dann wünsche ich uns 5 Minuten Pause und um halber geht es dann weiter mit dem Vortrag von Tim und Jochen.